In diesem Video spreche ich über das Testen von Hypothesen mittels statistischer Tests. Wir betrachten eine Stichprobe vom Umfang n aus einer Verteilung groß F. Der Zweck eines Tests ist nun festzustellen, ob die Beobachtungen in der Stichprobe mit einer gewissen Annahme oder Hypothese über F verträglich sind. Diese Annahme wird als die Nullhypothese H0 bezeichnet. Ist nun die Form der Verteilung von F bis auf einen oder mehrere Parameter spezifiziert, das heißt, kommt groß F aus einer parametrischen Verteilungsfamilie, so heißt auch der Test parametrisch. Ist hingegen die Form von groß F nicht spezifiziert, heißt der Test nicht parametrisch oder parameterfrei. Ein Test entscheidet, ob die Beobachtungen, ob die Stichprobe mit der Hypothese vereinbar ist. Er kann nicht entscheiden, ob die Hypothese korrekt ist. Es kann nämlich sein, dass die Beobachtungen mit der Nullhypothese vereinbar sind, obwohl sie nicht exakt zutrifft, da der Test möglicherweise kleine Abweichungen von der Nullhypothese gar nicht entdecken kann. Die allgemeine Vorgehensweise ist nun diese. Wir berechnen aus der Stichprobe eine Testgröße oder Teststatistik groß T. Der Wertebereich von T wird in Abhängigkeit von der Nullhypothese in einen Ablehnungsbereich oder kritischen Bereich groß C und einen Annahmebereich C' unterteilt. Fällt nun der berechnete Wert von T in den Ablehnungsbereich, dann wird die Nullhypothese verworfen. Andernfalls wird sie vorläufig beibehalten. Ich betone jedoch wieder, dass damit nicht bewiesen ist, dass H0 korrekt ist. Es heißt lediglich, dass die Daten keine signifikanten Abweichungen von der Nullhypothese zeigen. Bei jedem Testverfahren sind zwei Arten von Fehlentscheidungen möglich. Der Fehler erster Art heißt, die Hypothese H0 wird abgelehnt, obwohl sie eigentlich zutrifft. Der Fehler zweiter Art bedeutet, dass die Nullhypothese H0 nicht abgelehnt wird, also vorläufig beibehalten wird, obwohl sie nicht zutrifft oder falsch ist. Wir bestimmen die Verteilung von T unter Annahme von H0 und dann legen wir den Ablehnungsbereich so fest, dass die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers erster Art maximal gleich einem Wert Alpha ist. Alpha heißt das Signifikanzniveau des Tests, die Wahrscheinlichkeit, die Nullhypothese abzulehnen, obwohl sie zutrifft. Gebräuchliche Werte sind 5%, 1%, 0,5%, in manchen Fällen auch deutlich weniger. Ist nun der Ablehnungsbereich einmal festgelegt, dann kann ich für eine Gegenhypothese H1 die Wahrscheinlichkeit Beta von H1 eines Fehlers zweiter Art berechnen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit H0 nicht abzulehnen, obwohl H1 zutrifft und nicht H0. Die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus Beta von H1 heißt die Güte oder Schärfe des Tests für H1. Das heißt die Wahrscheinlichkeit, H0 tatsächlich abzulehnen, wenn H1 die Wahrheit darstellt. Diese Wahrscheinlichkeit sollte, wenn es geht, nie kleiner als Alpha sein. Ist das der Fall, dann heißt der Test unverzerrt. Ein Ziel der Testtheorie ist es, unverzerrte Tests mit maximaler Güte zu konstruieren. Auf diese mathematische Theorie kann ich hier natürlich nicht eingehen. Ich werde im Folgenden lediglich einige in der Praxis wichtige Tests und ihre Eigenschaften präsentieren. Zunächst zu parametrischen Tests und ihren Grundlagen. Wie gesagt, betrachten wir eine Stichprobe vom Umfang n aus einer Verteilungsfamilie groß F, die von einem oder mehreren Parametern abhängt. Diese Parameter fasse ich im Vektor Theta zusammen.
kann auch nur ein Skalar sein. Und Großtheta ist der zulässige Bereich dieser Parameter. Tests von Hypothesen über die Familie F heißen dann parametrisch. Eine zu testende Nullhypothese H0 kann dann als eine Teilmenge des Parameterraums Großtheta aufgefasst werden. Wie gesagt, entscheidet der Test, ob die Stichprobe mit der Hypothese vereinbar ist. Vor der Anwendung eines parametrischen Tests ist natürlich zu klären, ob die angenommene parametrische Form plausibel ist, sei es nun Normalverteilung, Exponentialverteilung, Poinsot-Verteilung etc. Wie gehen wir nun vor? Wir wählen eine Teststatistik und das Signifikanzniveau Alpha. Dann wird der Ablehnungsbereich Groß C so festgelegt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Teststatistik in diesen Bereich hineinfällt, unter Annahme der Nullhypothese gleich oder maximal gleich Alpha ist. Zu einer Nullhypothese H0 kann ich nur eine Gegenhypothese H1 formuliert werden, also einen anderen Wert oder einen anderen Wertebereich des Parameters. Ich kann also H1 ebenfalls als Teilmenge des Parameterraums Großtheta auffassen. Ist das Signifikanzniveau Alpha festgelegt, kann ich nun für jedes Theta aus H1 die Güte berechnen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Hypothese, die Nullhypothese abgelehnt wird, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Groß T in den kritischen Bereich fällt, unter der Annahme eines Wertes Theta aus der Gegenhypothese. 1 minus Beta von Theta ist dann die Gütefunktion des Tests, sie hängt von Theta ab in der Regel und gibt die Wahrscheinlichkeit an, die Nullhypothese tatsächlich zu verwerfen, wenn der wahre Wert des Parameters klein Theta aus H1 ist. Ich möchte nun die Vorgangsweise an einem Beispiel einer exponential verteilten Stichprobe demonstrieren. Wir haben also x1 bis xn Beobachtungen aus einer Exponentialverteilung mit unbekannten Mittelwert Tau. Die Hypothese lautet, dass Tau gleich den Wert Tau 0 hat und diese Hypothese soll anhand der Stichprobe getestet werden. In diesem Fall wählen wir als Teststatistik groß T das Stichprobenmittel x quer. Wenn wir nun annehmen, dass die Nullhypothese zutrifft, dann können wir die Verteilung von groß T berechnen. Das ist eine Gamma-Verteilung mit Formparameter n, Stichprobengröße, und Skalenparameter tau 0 durch n, die Dichte dieser Gamma-Verteilung sehen Sie in Gleichung 1. Nun wird die Nullhypothese abgelehnt, wenn groß T vom erwarteten Wert gleich Tau 0 weit entfernt ist, unter Anführungszeichen. Das heißt, wenn groß T in den Rändern dieser Gamma-Verteilung liegt. Ein Ablehnungsbereich mit Signifikanzniveau Alpha ist dann die Menge groß C, die die Vereinigung von zwei Intervallen ist. Das erste Intervall läuft von 0 bis zum Alpha halbe Quantil der bewussten Gamma-Verteilung. Das zweite Intervall läuft von 1 minus Alpha halbe Quantil bis unendlich. Und die Vereinigung dieser beiden Intervalle ist mein Ablehnungsbereich und die Wahrscheinlichkeit, dass groß T dort hineinfällt, wenn die Nullhypothese zutrifft, ist eben genau Alpha. Die in Gleichung 1 vorkommenden Quantile der Gamma-Verteilung mit Parametern n und tau 0 durch n kann ich aus den tabellierten Quantilen der Gamma n1-Verteilung berechnen. Ich brauche bloß das entsprechende Quantil der Gamma-Verteilung mit Parametern n1 mit tau 0 durch n zu multiplizieren und bekomme
die gewünschten Quantile der Gammaverteilung mit Parametern n und tau 0 durch n. Die Gütefunktion für einen beliebigen Wert tau ergibt sich nun durch die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass unter Annahme dieses Mittelwertes der Exponentialverteilung die Testfunktion in den kritischen Bereich fällt, und das kann ich mit Hilfe der Verteilungsfunktion der Gammaverteilung mit Skalenparameter tau durch n berechnen. Es stellt sich heraus, dass dieser Test nicht unverzerrt ist. Zum Beispiel ist im Fall tau 0 gleich 1 und Stichprobengröße 25 die Güte für tau gleich 0,986 etwas kleiner als das Alpha, das hier bei 0,05 gewählt wurde. Sie können diese Rechnung in dem hier angeführten MATLAB-Programm nachvollziehen. Auf dieser Folie sehen wir eine grafische Darstellung der Gütefunktion mit tau 0 gleich 1. Die blaue Kurve entspricht einer Stichprobengröße von 25, die rote Kurve einer Stichprobengröße von 100. Auf der horizontalen Achse sehen wir mögliche Werte von tau im Intervall von 0,5 bis 1,5 und auf der vertikalen Achse den Wert der Gütefunktion. Wir können zum Beispiel ablesen, wenn wir die Hypothese tau 0 gleich 1 testen und der tatsächliche Wert von tau ist 1,5, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die Nullhypothese abzulehnen, knapp 60% bei Stichprobengröße 25 und knapp ungefähr 98% für Stichprobengröße 100. Wenn wir für kleinere Werte von tau die Güte ablesen, dann sehen wir, dass für tau gleich 0,6 die Wahrscheinlichkeit, die Hypothese tau gleich 1 abzulehnen, bereits 100% ist. Bei Stichprobengröße 25 ist sie noch bedeutend kleiner, etwa 70%. Wenn der Test unverzerrt wäre, dann lägen diese Kurven überall überhalb der Geraden, der horizontalen Geraden beim Wert 0,05 gleich Alpha. Die blaue Kurve unterschreitet diesen Wert ganz wenig, wie wir zuerst gesehen haben. Das heißt, der Test ist leicht verzerrt, besonders für kleine Stichproben.